Also ich muss sagen, Fußball ist ein absolut geiler Sport. Es ist auch ein Sport für Frauen eben, nicht nur für Männer. Und genau in dieser Sportart können sich die Frauen eben auch zeigen, was sie können. Und meiner Meinung nach ist auch Frauenfußball um einiges schöner anzusehen als Männerfußball. Und die spielen meiner Meinung nach einen anderen Fußball, also nicht unbedingt besser, schlechter, sondern einfach anders von der Art her, wie die Frauen da spielen. Das ist ein bisschen meiner Meinung nach überlegter, auch nicht so also aggressiver, also weniger aggressiv wie bei den Männern. Ja, ich kann mich da einfach besser identifizieren, ein paar Aktionen abschauen und für mich verwenden und so, genau. Frauen sind nicht, ehrlich gesagt, nicht so wehleidig und liegen 5 Minuten am Boden. Und genau diese Team-Spirit und diesen Geist, den man entwickelt, macht einfach unwahrscheinlich Spaß. Und genau, das macht einfach, ja, man fühlt sich in einem gemeinsamen Team und ist einfach super zusammenzuspielen. Fußball ist ein absolut geiler Sport und anders als Männerfußball. Ja, das haben Sie gerade eben gesagt, wir haben es gesehen. Und jetzt sitzen Sie hier bei mir im Allgäuer Sporttalk. Hallo Hanna, hallo Steffi, willkommen im Allgäuer Sporttalk. Servus, es freut mich sehr, dass ihr da seid. Danke, dass wir sein dürfen. Wir freuen uns auch. Wie geht's euch denn? Mir geht's super. Mir geht's auch gut, Dankeschön. Wunderbar, wir fangen an traditionell mit unserer Schnellfragerunde. Die funktioniert folgendermaßen. Ich fange den Satz an und ihr beendet den ganz einfach. Wir starten, Steffi. Wenn ich nicht Fußball spielen würde? Dann würde ich sagen, hätte ich eine Menge Freunde weniger und ich würde wahrscheinlich irgendeinen langweiligen Sport machen. Das Wichtigste in meinem Leben ist? Auf jeden Fall der Fußball. Das füllt sehr viel in meinem Leben aus und ich könnte nicht ohne. Meine Lieblingsmannschaft ist? Der FC Bayern natürlich. Mein größtes Vorbild ist? Im Fußball? Ja. Ich spiele ziemlich auf dem Frauenfußball. Ich sehe mich sehr bei Clara Bühl. Die spielt auch auf dem Flügel oft und finde ich einfach cool. Ja. Fußball bedeutet für mich? Ich muss sagen, Fußball ist eigentlich mein Leben und ja, es prägt mein Leben. Genau. Der schönste Ort im Allgäu ist? Der Fußballplatz in Ottobreuer natürlich. Ja, dann. Ihr habt die Schnellfragerunde überstanden, der FC Bayern als Lieblingsmannschaft. Weiß ich, das kann ich nicht mehr viel sagen, sehe ich komplett anders. Nee, ich bin Münchnerin, also bleibt mir nichts anderes übrig. Andere sagen, München ist blau. Nee, nicht bei mir. Clara Bühl, warum und wann hat es denn angefangen, dass sie dein Vorbild geworden ist? Also, seit ich Frauenfußball eigentlich verfolge, also die ist ja noch ziemlich in meinem Alter, ich bin noch ziemlich jung. Und spielt auf einer ähnlichen Position, also eben Flügel. Also ich spiele Abwehr links außen oder auch ab und zu auf dem Flügel. Und ich finde die einfach mega cool, wie sie da immer außen die Bälle verteilen kann und auch mal selber schießt und sich einfach traut. Und die hat auch eine richtig gute EM gespielt und deswegen, genau. Schön. Wir starten mit einer allgemeinen Frage jetzt. Steffi, Fußball, was macht es denn für dich aus? Fußball, das macht aus, dass man eben ja, zusammen Spaß hat. Es ist eben ein Team, es ist kein Einzelsport. Genau, ja, du kannst täglich deine ganze Energie reinstecken. Ja. Gleiche Frage an dich, was macht es für dich denn aus? Also ich finde es, genauso wie Steffi gesagt hat, eben einfach mega gut, dass es ein Mannschaftssport ist. Ich könnte nicht ohne meine Mannschaft, ich verstehe mich mit allen richtig, richtig gut. Und ich liebe es einfach, wie man sich auf dem Platz halt gegenseitig pushen kann. Und die Leidenschaft, die man halt einfach teilt und das macht einfach mega Spaß. Wisst ihr zwei denn noch, wann ihr das erste Mal gegen einen Ball getreten habt? Also zum ersten Mal gegen einen Ball getreten ist schwer zu sagen. Zum ersten Mal auf dem Fußballplatz gegen einen Ball getreten habe ich mit 6 Jahren. Mhm. Da habe ich angefangen. Ich weiß nicht mal aus welchem Grund, weil meine Familie eigentlich gar nicht so fußballbegeistert ist. Aber ich bin dann irgendwann auf den Fußballplatz gegangen und spiele seitdem eigentlich, ja, 13, 14 Jahre jetzt insgesamt Fußball, genau. Und bei dir?
Also bei mir war es so, ich habe auch mit 5, 6 Jahren angefangen. Bei mir kam das eben heraus, weil mein Bruder angefangen hat, Fußball zu spielen bei den Jungs. Und ich natürlich als kleine Schwester wollte immer alles machen, was der große Bruder macht. Und so habe ich dann auch beim Fußball angefangen und auch angefangen, bei den Jungs zu kicken zuerst. Und warum hat euch der Sport so gepackt? Und auch wann kam dieser Punkt? Ihr habt ja wahrscheinlich einfach so ein bisschen Fußball gespielt. Wann kam der Punkt, an dem es euch so richtig gehabt hat, der Sport? War das direkt, als ihr angefangen habt, Fußball zu spielen, oder hat das ein bisschen gebraucht? Das ist eine gute Frage. Also ich weiß jetzt nicht mehr, was mein 6-jähriges Ich damals gedacht hat. Aber ich denke mal schon, dass es mich von Beginn an gepackt hat, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht so lange ausgehalten. Mhm. Und also ich denke natürlich auch, klar, Teil der Mannschaft zu sein, einfach mit den Jungs damals noch auf dem Platz zu stehen und einfach, weil ich nie so dieses typische Mädchen war vielleicht, einfach, dass man mal aus dem ein anderes Umfeld einfach hat und es einfach was anderes war und einfach was Interessantes war und spannend war und ja. Was war denn so dein Start im Verein? Wann ging das denn los, dass du gesagt hast, okay, ich will jetzt nicht einfach nur noch so auf dem Fußballplatz sein, sondern richtig im Verein dabei sein und in einer festen Mannschaft spielen? Also ich muss sagen, bei mir ging es eigentlich relativ früh los. Ich habe ja anfangs schon mit meinem Bruder gekickt, habe ihm mal zugeguckt, da hat es mich auch wirklich ja, mitgerissen und dachte ich, hey, Papa, ich möchte das auch haben. Und so bin ich dann eben in der F-Jugend, nee, ja doch, in der F-Jugend habe ich dann eben bei den Jungs angefangen. Ihr habt beide bei den Jungs angefangen. Wie waren denn die Anfänge im Jungsteam für euch? War das ganz normal, dass größtenteils wahrscheinlich Jungs um euch rum waren beim Fußball? Oder war das ja, komisch, dass ihr nur mit Jungs den Sport macht? Also ich muss sagen, für mich war das, als ich kleiner war, ganz normal. Also du hast dir dabei eigentlich nichts gedacht. Und ich muss sagen, ich war auch die ganze Zeit lang, wo ich bei den Jungs war, das einzigste Mädchen bis zur D-Jugend, B-Jugend. Und erst jetzt, ja, C-Jugend hat es angefangen, I-Mädchen, aber ja, genau. Das heißt, in der C-Jugend muss man praktisch wechseln, oder wie ist das? Also man kann, glaube ich, mit Sonderlizenz, also mit Sondergenehmigung kannst du noch in der B-Jugend weiterspielen. Aber länger geht es da nicht mehr. Das heißt, jetzt hat sich ja die Regel geändert. Jetzt kann man ja auch als Frau bei den Männern spielen. Wann seid ihr denn dann ins Jungsteam gegangen, auch direkt dann mit der C-Jugend? Also bei mir war es eben so, ich habe in der C-Jugend, oder D-Jugend war es sogar, ein Zweitspielrecht beantragt. Das hieß, ich hatte zweimal in der Woche bei den Mädels Training. Und zweimal in der Woche über den Jungstraining. Und das habe ich eben 2 Jahre lang gemacht, bis ich dann ganz zu den Mädchen gewechselt bin. Das heißt, 4-mal die Woche Training, Stress pur, oder? Das war früher mein Leben und das hat mir auch so gefallen. Das wollte ich auch so. Ja, wir kommen auch später noch dazu, wo das dann, wie weit das dann ging bei dir. Es ist dann so, man musste eine Zeit lang, weil du schon gesagt hast, die Regel ist jetzt anders, eine Zeit lang musste man wechseln. Diese Friss- oder Stirb-Geschichte quasi, wechsel oder hör auf. Ist doch nicht gut, oder? Ja gut, also das ist natürlich Ansichtssache. Also ich bin auf jeden Fall froh. Ich weiß nicht, ob ich mich bei den Jungs jetzt so wohl fühlen würde. Aber klar, ist natürlich total blöd, weil bei uns im Umfeld gibt es nicht so viele Frauenmannschaften. Wir haben teilweise Leute im Team, die fahren echt lange, um zum Training zu kommen, zum Spiel zu kommen. Und die könnten halt wirklich, also wenn es noch ein bisschen weiter weg wäre oder die Eltern sagen würden sie nicht so weit fahren, natürlich, dann können sie nichts anderes machen. Das ist natürlich dann schon blöd, aber es ist halt einfach das Problem, dass es einfach zu wenige Mädchen gibt oder halt auch auf einem Haufen gibt, dass man halt einfach eine Mannschaft oder mehrere Mannschaften machen kann, dass es einfach für jeden in der Nähe einfach möglich ist. Wie viele bei euch kommen dann aus Ottobeuern direkt? 2. Ich glaube insgesamt, inzwischen sind es bloß noch 2 Leute. Das heißt, ihr seid ein bunter Haufen aus dem Allgäu. Exakt, genau. Seid ihr auch keine Allgäuer Mannschaft, spielt ja höher als ihr, oder? Also aktuell, ja. Aktuell, Kaufbeuren war letztes Jahr eben noch höher, aber sind jetzt auch bei uns in der Gruppe. Genau. Na dann gibt es so eine Art Derby auf jeden Fall noch. Ja. Aber deutlich höher, du hast schon deutlich höher gespielt in der Regionalliga. Bei Wacker München war es, glaube ich. Genau, auch. Ja. Hattest du auch die Hoffnung, die Ambition, im Profifußball, im Erstliga, zweite Liga dabei zu sein? Also ich muss sagen, ich wollte als Kind früher immer Fußballspielerin werden, auch als Beruf. Und ich hatte eigentlich auch damals auch schon viel erreicht. Ich habe in der Regionalliga gespielt. Ich war damals in dem Stützpunkttraining, Regionalauswahl, Bayernauswahl. Hatte ich alles schon durch, bis ich dann zu einem Zeitpunkt kam, es geht nicht mehr, es war irgendwie zu viel Druck. Und du hast halt gesehen, den Männern wird das Geld irgendwie
ja, hinterhergeschoben und du als Frau verdienst nicht mal einen Cent oder geschweige denn bekommst eine Pizza gezahlt. Ja, es ist leider so. Und ja. Aber das heißt, der Druck ist dann auch in der Regionalliga schon immens hoch auf der ganzen Mannschaft. Das war hoch, ja, aber ich habe auch aus anderen Gründen, die ich glaube ich nicht nennen kann, aufgehört, aufgrund des Trainers auch. Da gab es eine Geschichte und ja. Der Druck bei euch ist jetzt raus, was würde ich fast sagen, oder? Otto Beuern, ihr spielt in der Bezirksoberliga, jetzt Freizeit, oder? Freizeitfußball. Wie ist das? Also bei mir auf jeden Fall nicht. Also ich möchte trotzdem noch alles geben, mich reinhauen und ich nehme das auch immer ernst. Und ich hätte ja am liebsten auch, ich sage, dreimal in der Woche Training, aber das ist hier im Allgäu ein bisschen anders. Ja, genau. Aber hättest du dann noch theoretisch, wenn sich eine Chance auftun würde, würdest du die Tür sofort zuschlagen und sagen, nee, so weit oben spielen, der Druck mir zu hoch, das möchte ich nicht mehr, oder wärst du offen dafür? Ich denke, ich wäre wieder offen dafür. Da haben damals auch andere Umstände noch dagegen gesprochen. Und ich denke, ja. Dann wünsche ich euch aber, dass ihr sie behalten könnt in der Mannschaft, jemand, der so hoch gespielt hat. Auch. Jetzt ist ja so, du hast schon gesagt, Geld im Amateurfußball wird beim Männerfußball einfach hinterhergeworfen. Bei euch ist das ein bisschen anders. Wie ist denn das bei euch? Ich habe gehört, im Amateurfußball bekommt man sogar Geld, wenn man wirklich ganz weit unten spielt und sogar dann noch zu viel, viel zu viel für das, was man da macht, für das einfach nur ein Hobby. Gebt mir doch mal einen Einblick, wie die Verteilung da aussieht, wie es bei euch auch ist mit dem Geld, Benzingeld, keine Ahnung. Also ich muss sagen, bei Otto Beuern kenne ich mich aktuell nicht gut aus, weil ich bin erst seit einem halben Jahr dort. Ich habe aber bei anderen Vereinen schon gespielt, wo Männer auch in der gleichen Liga gespielt haben als die Frauen, Landesliga. Und da eben die Männer 500 bis 900 Euro, ich weiß nicht genau, verdient, während die Frauen eben nicht mal Benzingeld bekommen haben. Und das finde ich schon traurig. Das heißt, Benzingeld nicht mal gekriegt, ist das nicht was, wo man eigentlich sagen müsste, ja klar, ihr unterstützt das Team, ihr kommt, eigentlich ist das was Selbstverständliches, oder nicht? Das finde ich auch. Und ich finde es auch gut, wie die Frauen zum Beispiel in Australien behandelt werden. Die werden ja genauso bezahlt wie die Männer. Und ich finde, das sollte vielleicht auch ein Teil nach Deutschland rüberschwappen. Klar, Frauenfußball schauen weniger Menschen, aber deswegen muss man nicht sagen, die bekommen gar nichts. Weil die Frauen hängen sich genauso rein, die machen genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Und ich finde es einfach ungerecht, ehrlich gesagt. Du hast gesagt, Frauenfußball schauen nicht so viele Menschen. Und genau die Menschen, die es nicht angucken, haben dann wahrscheinlich ziemlich viele Klischees und Vorurteile. Was ist denn das so? Was bekommt ihr auch zu hören von Leuten, die vielleicht einfach keine Ahnung haben von dem, was von eurem Sport? Also das größte Klischee ist wahrscheinlich einfach nur, Frauen können nicht Fußball spielen. Sie sind sich zu fein dafür, wollen sich nicht dreckig machen, keine Ahnung. Sowas, solche dummen Sprüche einfach. Aber ihr bekommt die rein, ihr hört die auch? Immer, immer. Also ich würde es nicht sagen tagtäglich, aber schon im Umfeld auf jeden Fall, ja. Was sagt ihr denn zu so Klischees gegenüber Frauenfußball? Also meistens, ich will da gar nicht mehr anfangen zu diskutieren, weil da kann ich mich dann schon drüber aufregen. Aber ich versuche auf jeden Fall meine Meinung zu sagen, dass das einfach schwachsinnig ist und die meisten haben einfach gar keine Ahnung, weil sie es eben noch nie angeguckt haben. So, die können es doch gar nicht wissen. Und dann sowas zu sagen, ist dann einfach schwachsinnig. So, es tut mir leid. Meistens können sie es selber nicht. Ja, genau. Wie würdest du denn vergleichen Frauenfußball, Männerfußball, Unterschiede, was ist gleich? Also das Spiel ist natürlich unterschiedlich, klar, Frauen und Männer sind unterschiedlich, ist immer so. Aber ich würde sagen, also was mir aufgefallen ist und was mir am Frauenfußball auch mehr gefällt, ist einfach, dass die spielen mehr mit der Mannschaft. Also ich finde bei Männern, da sind viele so einzelne Spieler, die immer so im Fokus stehen, aber die Mannschaft gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Und bei den Frauen ist es einfach so das ganze Team und man sieht einfach, wie gut die zusammenspielen, wie gut sie sich verstehen. Und das harmoniert einfach richtig, richtig gut. Und ich mag einfach auch die Spielweise, die ist einfach intelligenter, ich weiß auch nicht. Also ich finde es einfach besser als bei den Männern. Und ich finde auch neben dem Platz ist auch vieles besser, wie zum Beispiel Sexualität zum Beispiel oder Religion, was finde ich bei den Frauen gar nicht so negativ thematisiert wird, sondern es wird einfach akzeptiert. Und ich finde bei den Männern international auch ist das teilweise immer noch so ein riesen Problem. Und also ich finde Frauenfußball ist da um einiges weiter. Ja.
Aber warum sagst du, es gefällt dir zum Angucken auch besser? Ist das einfach nur der Teamgeist, der mehr im Vordergrund steht? Ja, also ich finde, das wirkt natürlich auch auf den Zuschauer. Ich kann mich auf jeden Fall auch besser identifizieren, logischerweise. Und ja, also auf jeden Fall die Spielweise. Ich finde es einfach spannender, das anzugucken. Und ja. Steffi, du hast eine Schnellfragerunde gesagt, dein Lieblingsverein ist der FC Bayern. Auch wenn es mir sehr widerstrebt, ich komme nochmal drauf zurück. Neben Otto Boy natürlich. Ja, natürlich. Erste Liga, sehr erfolgreich beim Frauenfußball und auch im Männerfußball. Ja. Guckst du denn beides an oder lieber nur den Frauenfußball? Ich gucke ehrlich gesagt gern beides an. Genau. Das ist ja auch sowas, die Fernsehübertragung Frauenfußball, Männerfußball. Da wären wir beim Thema, ja. Ja, dann schieß mal los. Ja, dass eben Männerfußball wird überall gezeigt, Sky, The Zone, freies Fernsehen und ja, Frauenfußball, wenn es jetzt wirklich nur um die WM geht oder EM. So andere Spiele, Ligaspiele, die siehst du ja eigentlich gar nicht. Aber das heißt, du gibst trotzdem alles, dass du es gucken kannst? Natürlich. Bist du auch bei beiden so richtig beim Mitfiebern? Also sowohl Frauen- als auch Männerfußball, da gibt es eine von den zwei Mannschaften, wo du eher sagst, die unterstütze ich mehr. Quasi die, in die mehr Geld gepfeffert wird oder die einfach besser spielt. Ja, also ich muss sagen, ja, ich mag beide, weil es eben auch Fußball ist. Da muss man auch sagen, wenn man sagt, man möchte Frauen mehr in den Vordergrund bringen, dann muss man, denke ich, auch sagen, muss man auch beide mögen. Du kannst es nicht nur sagen, Männer sind besser, Männerfußball ist die Nummer eins, sondern ich würd sagen, Frauen und Männerfußball sind die Nummer eins. Also ich verfolge beide und ich mag auch beide nicht gleich. Es gibt auch gegenüber dem Männerfußball Klischees und Vorurteile, und zwar der, dass man den Neymar macht, sag ich jetzt mal so, dass man auf dem Boden liegt, 5 Minuten rumrollt und zwischenzeitlich wieder so guckt und grinst, wenn der Schiedsrichter pfeift. Stimmt dieses Klischee oder unterstützt ihr dieses Klischee denn, dass es stimmt, dass Männer einfach wehleidiger sind? Ich muss sagen, ja, ich habe bei den Männern oder Jungs gespielt in der Jugend und es gab so viele Schauspieler und wir haben das auch teilweise auch im Training trainiert. Also. Echt, man trainiert das im Training? Haben wir trainiert, ja. Wo war denn das? Bei den Jungs, wo ich angefangen habe, beim SC Kirchheim. Das ist in der Nähe von München. Das sind interessante Details, die hier rauskommen. Sagst du zu dem Klischee, dass Männer wehleidiger sind? Ja, das kann ich auf jeden Fall auch unterstützen, ja. Also ich finde, Frauen können auf jeden Fall mehr einstecken oder stecken einfach mehr ein und geben halt trotzdem, also die fliegen, selbst wenn sie auf dem Boden liegen, stehen dann wieder auf und machen trotzdem noch weiter. Und also sehe ich auf jeden Fall genauso, ja. Jetzt entwickelt sich der Fußball generell immer weiter. Auch der Frauenfußball ist jetzt absolut auf dem Vormarsch, sage ich mal. Boom, man merkt, dass gerade durch die EM sich die Menschen total dafür interessieren. Wie hat sich denn der Frauenfußball in den letzten Jahren entwickelt? Also ich muss sagen, er hat sich ja schon... Er ist bekannter geworden, aber ich finde, nach der EM hat sich so ein bisschen abgeflacht jetzt. Mhm. Es ist zwar immer noch Begeisterung da, aber ich finde, es ist schon wieder leider weniger geworden. Das heißt, ihr merkt auf jeden Fall, dass es so ein Turnierhype ist, der beim Sport oft kommt? Das auf jeden Fall, ja. Es ist so, im Männerfußball stecken Milliarden, es gehen Transfers für über 200 Millionen Euro über die Bühne. Spieler bekommen unfassbares Mitspracherecht in ihrem Team und so weiter und so fort. Es gibt jetzt auch im Frauenfußball einen neuen Rekordtransfer. Der war erst vor kurzem 400.000 Euro von City zu Barcelona. 400.000 Euro sind im Männerfußball jetzt nicht so viel. Für den Frauenfußball eine neue Rekordmarke. Glaubt ihr denn, dass sich das weiter in die Richtung entwickelt wird, dass Spielerinnen immer teurer werden? Ich denke auf jeden Fall, das ist, glaube ich ganz normal. Ja. Das heißt, dass es auch so quasi ohne Ende passiert, dass es keine Grenze nach oben gibt, das würde ich jetzt beim Männerfußball aktuell, weiß man nicht, wie weit es noch gehen kann. Glaubst du denn, dass der Frauenfußball aufschließen kann? Aufschließen wird schwer, weil das sind echt hohe Summen, von denen wir reden. Aber es wird mir ja auch schon mal reichen, dass es wenigstens ein bisschen in die Nähe kommt. Dass es einfach ein bisschen mehr gerechter ist, weil die müssen ja teilweise Nebenjobs annehmen, trainieren ja auch genauso viel wie die Männer unter der Woche, nehmen sich die Zeit und stecken ihre ganze Energie da rein und machen eigentlich genau das Gleiche und kriegen halt um Welten weniger. Und das ist einfach nicht gerecht. Deswegen hoffe ich eigentlich schon, dass das ein bisschen besser wird auf jeden Fall. Wir haben vorher gehört, dass
Frauenfußball jetzt mehr Leute begeistert und sich auch weiterentwickelt hat. Würdest du denn sagen, dass Frauenfußball mittlerweile vom Level her, vom spielerischen Level her, mit Männerfußball absolut mithalten kann? Also das ist schwer zu vergleichen, weil wir vorher schon gehört haben, dass es einfach sehr unterschiedlich. Aber ich würde sagen, vom Entertainment-Level würde ich sagen, auf jeden Fall, dass es mithalten kann. Weil wie gesagt, ich gucke persönlich lieber Frauenfußball, also bei mir kann es auf jeden Fall mithalten. Und ich hoffe natürlich, dass es auch jetzt in den weiteren Jahren mehr Leute begeistern kann und damit es dann auch von den Einschaltquoten mehr passt und dann wird es hoffentlich besser. Aber sonst diese spielerischen Unterschiede, du sagst, dass die Mannschaft beim Frauenfußball mehr im Vordergrund steht und beim Männerfußball Einzelspieler oft einfach ein ganzes Team mitziehen. Wo sind denn vom Taktischen, vom Technischen, wie würdest du da vergleichen? Also technisch sind die Frauen auf jeden Fall auch stark und jede Einzelne stark. Also man kennt natürlich auch, also jetzt aus der Nationalmannschaft zum Beispiel bei der EM, weiß man klar so, ach, die Person spielt sehr gut, das Mittelfeld ist zum Beispiel gesichert oder so. Also man hat da schon auch, die wissen, dass sie alle technisch stark sind und unterschiedlich, aber das harmoniert einfach perfekt dann zusammen, weil es von jedem alles gibt und dann passt es einfach perfekt zusammen. Also ich habe auch genau die Frage mit eurem Trainer gesprochen. Mhm. Er hat mir gesagt, dass es auf jeden Fall mittlerweile fast gar keinen Unterschied mehr gibt. Er hatte beides trainiert, vorher in der Herrenmannschaft, jetzt euch. Und er ist auf jeden Fall der Meinung, dass ihr taktisch, technisch, spielerisch auf einem Level seid mit Männerfußball. Also ich finde, technisch und taktisch stellt sich da überhaupt gar nichts nach. Körperlich natürlich, klar. Das ist ja natürlich, klar. Aber technisch und taktisch bin ich sehr positiv überrascht. Und ich finde, da gibt es nicht viele Unterschiede. Vor allem bei uns in der Liga, wo wir spielen, das ist ja schon recht hoch. Da gibt es nicht viele Unterschiede. Von ihm auf jeden Fall ein großes Lob. Oder? Ja. Du hast vorher erzählt, dass die Regel, dass man wechseln muss in den Herrenfußball, in den Frauenfußball, reines Frauenteam, gekippt worden ist. Es gab ja jetzt auch schon die ersten Frauen, die in Männerteams mitgespielt haben. Würdest du uns sagen, das ist ein guter Schritt? Also ich finde es teils so. Ich glaube, es ist zwar gut, dass das jetzt erlaubt quasi wird, dass die Frauen dort auch mitspielen, aber meiner Meinung nach ist es auch teilweise daran geschuldet, weil auch den Männern fehlt jetzt teilweise auch der Nachwuchs und ich glaube, besser als gar nichts, sagen sie vielleicht auch, nehmen wir halt die Frauen. Ich finde, das ist so, ja, man muss beide Seiten so ein bisschen betrachten. Aber könntest du dir vorstellen, wenn du ein Angebot kriegen würdest von einer Männerfußballmannschaft, dass du sagst, da spiele ich mit? Ich würde es ehrlich nicht tun, nein. Würdest du es machen? Also ich würde, also in Ottobeuern, wenn ich sage, bei der Drittmannschaft könnte ich mal mitspielen, so einfach nur, um das mal auszuprobieren, würde ich sagen, aber ich würde deswegen nicht meine Frauenmannschaft verlassen, also auf keinen Fall. Du hast gerade nur sagen, warum du es nicht machen würdest. Ich wollte genau das Gleiche sagen. Das heißt, eure Mannschaft ist auf jeden Fall euch ans Herz gewachsen. Auf jeden Fall. Ja, es fehlt den Männern, du hast gesagt, dass der Schritt vielleicht genau deswegen kam, weil auch den Männern einfach Spieler fehlen. Aber auch ihr selber habt ja einen großen Nachwuchsmangel. Wie sieht's denn da aus? Bei Ottobeuern, so wie ich mitbekommen habe, sehr mau. Also wir haben jetzt auch viele von den, also vom Alter her müsste ungefähr jetzt passen, aber wir haben jetzt auch viele von der Jugend dann zu den Damen mit hochgenommen, einfach damit wir genug sind für eine Mannschaft. Mhm. Und wir haben jetzt auch versucht, wieder so ein bisschen die Jugend dafür zu begeistern und eine neue Mannschaft aufzubauen, aber wir haben also kaum Rückmeldungen bekommen. Also ich hoffe, dass das irgendwie stattfindet und wir irgendwas zusammenbringen. Aber also bis jetzt schaut es jetzt nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen. Finde ich sehr schade. Was glaubst du, woran das liegen könnte, dass ihr einfach keine Rückmeldung auch kriegt? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich kann jedem nur Fußball ans Herz legen, weil ich finde es ein mega guter Sport. Also eigentlich, vor allem jetzt im Vergleich zu früher, soll es ja eigentlich Motivation geben, wieder anzufangen, weil es einfach jetzt viel besser aussieht für Frauen auch. Also klar gibt es immer noch negative Kommentare und eben diese Klischees, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Und jetzt auf jeden Fall mehr Grund anzufangen und sich nicht mehr so schüchtern zu zeigen und sich zu trauen, sich zu zeigen. Deswegen weiß ich auch nicht, woran das leider liegt. Ihr habt die Jugend aufgelöst und dann viele Jüngere nach oben gezogen. Würdest du uns sagen, dass es schwierig ist, dann vom Level her mitzuhalten, wenn sie alle 2-3 Jahre jünger sind als der Rest der Mannschaft? Also ich muss sagen, man merkt schon, dass sie ein bisschen hinten liegen, aber ich finde, sie holen auch schnell auf. Mhm. Und ich denke, in 1-2 Jahren haben sie das Level auch eingeholt. Würdest du sagen, dass es gut ist für euch als Mannschaft, dass ihr die Jüngeren dazu bekommen habt? Also ich finde es auf jeden Fall gut, weil dadurch sind wir auch mehr Leute.
Wir mussten ja letztes Jahr oder dieses Jahr wurde ja die zweite quasi geschlossen, weil irgendwie so wenige waren. Und ich finde es super, sie verstärken das Team und ja. Du hast schon bei größeren Vereinen auch gespielt, Landesliga haben wir gehört, dritte Liga, also Regionalliga. Gibt es denn diese Nachwuchsprobleme auch bei größeren Vereinen oder sieht es da alles wunderbar aus? Also ich muss sagen, ich habe ja früher damals in der Regionalliga bei Wacker München gespielt. Das ist zwar auch schon ein paar Jahre her, aber da war der Nachwuchs, würde ich sagen, relativ gut. Da muss ich sagen, im Gegensatz zu hier auf dem Land hat man noch ein bisschen mehr übernommen. Das reicht halt nicht nur, ein bisschen Werbung zu machen oder Probetraining anzubieten. Du musst auch ein bisschen was den Kindern und den Leuten bieten. Wir hatten teilweise Trainingslager, man hat Trikotsätze bekommen. Es gab Trainingscamps, die Katrin Lehmann, die damals vor ein paar Wochen bei der EM als Moderatorin war, die hat dort bei Wacker München auch richtige Trainingscamps gemacht, die hat dafür beworben. Und da kam ihm auch viel mehr Nachwuchs rein. Klar, München ist auch eine bisschen größere Stadt, aber man hat auch mehr getan wie hier. Glaubst du denn, dass die EM, du hast gesagt, dass das der Hype jetzt schon ein bisschen abgeflacht ist. Glaubst du denn, dass es trotzdem noch in dem ganzen Nachwuchsmangel entgegenwirken kann und dass Mädchen sich jetzt und junge Frauen entscheiden, ja, ich will Fußball spielen, weil ich die im Fernsehen gesehen habe und die das so toll gemacht haben? Ich muss sagen, schon, ja. Also bei mir war es ja selber, als ich klein war, ich habe die Fußballspieler immer im Fernsehen gesehen und habe meinem Bruder immer zugeguckt und mich hat das eben schon bewegt zu sagen, hey Papa, ich möchte jetzt auch anfangen. Habt ihr denn schon neue im Team seit der EM? Eine Spielerin, ja. Hat die auch gesagt, dass sie wegen der EM dazugekommen ist? Oder ist einfach eine nicht, Zufall? Dass ich wüsste. Ich hab, also so oft war sie noch nicht da. Also ich war einmal noch im Urlaub, als sie da war. Also ich habe sie so nicht so kennenlernen können. Deswegen weiß ich es nicht. Aber wie war denn das EM-Turnier für euch, wenn Clara Bühl, dein Vorbild, war dabei? Wie war denn das EM-Turnier? Verfolgt man das dann? Ist einfach auch stolz drauf, das, was für den Sport gemacht wird? Ja, auf jeden Fall. Und man sieht ja auch, wie gut es eigentlich, also wie weit wir gekommen sind auch. Und ich bin auf jeden Fall stolz auf die deutsche Nationalmannschaft, weil sie auch einfach den ganzen Klischees entgegenwirken kann und sagen kann, so ja, wir können Fußball spielen, wir standen im Finale von der EM und haben auch ein richtig gutes Finale gespielt. Und es kann jetzt für die WM nächstes Jahr auch so gut weitergehen. Ihr habt ein sehr geschlossenes Team. Gab es auch Public Viewing bei euch? Ja, also vor allem hinten raus, so die Finals, die Achtelfinals, Halbfinals, haben wir immer zusammen geguckt. Das Finale haben wir auch zusammen geguckt. Und es hat einfach, also hat uns als Mannschaft auch noch mal mehr zusammengeschweißt und hat halt einfach zusammen mitgefiebert. Das war echt cool. Das heißt, die Nationalmannschaft hat nicht nur was für die gemacht, die Fußball anfangen sollen, sondern auch für die, die schon Fußball spielen. Genau. Ihr seid in die neue Saison schon reingestartet, sehr erfolgreich, 1-0 gegen Buchenberg. Das war auch schon so eine Art Derby. Erzählt doch mal ein bisschen was dazu. Wie war es denn? Ja, ich würde sagen, es war gut. Aber es war gegen Ende auch sehr wild, teilweise auch dem Schiri geschuldet. Ja, aber waren am Ende glücklich, dass wir gewonnen haben. Welche Ziele habt ihr noch so für die Saison? Ich würde sagen, auf jeden Fall die Klasse halten, oben mitspielen und ja. Die nächsten Spiele auch gewinnen und auf jeden Fall Spaß haben. Das heißt, Meisterschaft ist nichts, was ihr aktuell anpeilen wollt? Wollen schon, aber also erstmal in kleinen Schritten. Aber wie geht es dann die Saison noch weiter für euch? Ihr seid im Pokal weitergekommen, glaube ich. Was wollt ihr da erreichen? Auf jeden Fall auch so weit kommen wie möglich. Am besten gewinnen. Am besten gewinnen und so weit kommen, ja, wie möglich. Dann drücke ich euch die Daumen für die kommende Saison und hoffe, dass ihr auch bald wieder ins Trainingslager fahren könnt. Auf jeden Fall. Und sage vielen Dank, dass ihr da wart. Wir bedanken uns.